Hey ho, Leute, und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Wir befinden uns wieder mal in Kalthafen. Genauer gesagt in den Hallen der Qual. Noch genauer gesagt in der Halle der Verführung. In der letzten Folge haben wir schon gegen einen Doppelgänger von unserem lieben Freund hier, dem lieben Abnotan, gekämpft. Doch diesmal geht es in eine Schlacht mit der lieben Lyris Titanenkind. Oder besser gesagt mit der Doppelgängerin davon. Sie scheint Kraft aus diesen Steinen zu ziehen. Zerstört sie schnell. Okay. Alles klar, das kriegen wir hin. Ich will aber nicht zu viel laufen, weil sonst... Egal. Ach! Das sind also ihre Schwestern. Wow! Nein! Pfui! Barely stunnen, danke. Ach so, das bist du, Abnotan. Ich dachte gerade, was ist das für ein roter Effekt, den ich nicht kenne. Okay. Solange Abnotan einen Effekt wirkt, den ich nicht kenne, ist alles okay. Trübes Gift nehme ich auch mit. So, jetzt zeige ich es zerstört. Das finde ich sehr gut. Benutzen. So, ist down. Truhe ist natürlich leer, natürlich. Wir lassen uns einfach Zeit und gucken uns mal die Truhen an. Die alle leer sind. Was ist mit der Göre? Okay, ich komme da noch nicht ran an die, ne? Ne, das ist ein Schild. Mit der Randlauf bin ich wahrscheinlich tot. Alter, was ist das denn? Just for fun, komm. Wow! Wird einfach rausgeschleudert. Schöner Effekt. Ah, mag ich. Geil. So. Hallo, meine lieben Freunde. Nein, pfui. Doch kann ich versuchen, hier irgendwie gegen mich anzukommen. Da habt ihr keine Chance zu. Komm. Das ist easy. Ich meine, viele Spieler fragen mich ja, wie ich das mache, dass ich manche Kämpfe so easy einfach überlebe, ohne wirklich große Stärkungszauber oder so anzuwenden. Ich spiele hier einen Charakter, der voll gepumpt ist mit Champion-Punkten. Warte, ich kann das mal kurz zeigen. Champion. Ich habe bei jedem Ding hier, siehst du mal hier, 5, 39, 44, 45, das ist eigentlich Champion-System. Das bedeutet, ich habe auch andere Charaktere in diesem Spiel, die ich schon über Level 50 hinausgeskillt habe, oder hinausgespielt oder hinausgelevelt. Danach hört nämlich das originale Fertigkeiten-System auf und das Champion-System beginnt. Und wenn man einen Charakter über dieses Champion-System hinaus befördert hat, hat man auch bei allen anderen Charakteren dieses Champion-System freigeschaltet. Und auch die Champion-Punkte, die alle anderen Charaktere schon haben, hat man nochmal auf diesem Charakter. Das heißt, wenn man rein theoretisch 10 Charaktere hat, die alle auf Champion-System sind, hat man hier 10-mal so viele Champion-Punkte. Was bei mir ungefähr der Fall ist. Deswegen ist mein Charakter ein bisschen overpowered, aber das ist ja nicht schlecht bei einem Let's Play. So kommt man ein bisschen leichter durch und kann man ein bisschen mehr die Story genießen. Ich meine, die ganze Mechanik und so sehen wir ja trotzdem. Man levelt nur halt ein bisschen langsamer, obwohl man trotzdem, gleichen Sachen hier aus. Ich meine, ich kann mich wirklich in jeden Angriff hier stellen von den normalen Kämpfern hier. Und bekomme so gut wie keinen Schaden. Was sehr geil ist. Und teile sehr, sehr viel Schaden aus. Ich meine, wir schauen jetzt nicht genau ins Champion-System, wie viel Prozent ich mehr Schaden austeile und mehr einstecken kann und so weiter. Das sind alles passive Effekte. Da gucken wir jetzt nicht rein. Das können wir mal eine extra Folge machen, wenn es euch wirklich interessiert. Also schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, sollte es euch interessieren. Aber ich finde nicht, dass das so sonderlich interessant ist. Ich habe extra meinen letzten Veteranen-Charakter auf Champion-Punkte gebracht, damit ich diesen Charakter einfacher spielen kann. Damit wir auch ein bisschen mehr auf die Story eingehen können. Damit ich nicht bei jedem Kampf vorher meine Rüstung wechseln muss oder so, damit wir auf den Kampf angepasst sind. Ich will ja wirklich hier smooth durchkommen und die Story genießen und auch ein bisschen reden, ohne die ganze Zeit strategietechnisch hier vorgehen zu müssen. Ist aber, ich kann mich hier komplett in den Angriff stellen. Habe fast kaum Leben verloren. Ich bin nur saulangsam geworden, gerade mit dem Effekt. Effektgeschützt bin ich also doch nicht. Okay, das ist auch mal gut zu wissen. Es gibt auch Effekte, die Schaden machen. Das war's. Ich mache wirklich 5000 Schaden mit so einem Babyrachen. Das ist unglaublich. Wenn ihr selber Elder Scrolls spielt, könnt ihr mal gucken, wie viel ihr Schaden mit dem nach. Wenn wir nochmal eine Truhe, die nehmen wir vorher, weil danach wird Lyris wahrscheinlich auf uns losgehen, wenn wir das, diese gleißende Fessel hier lösen. Das brauchen wir nicht. Nein. Und noch eine Urne. Nimm Dietrich. Dietrich nehme ich gerne mit. Lyris? Hast du ein bisschen Zeit für mich? Kannst du dich von Seis Hahn mal ein bisschen lösen? Da ist Lyris. Lyris Titanenkind. Diesmal eine Nahkämpferin. In der letzten Folge haben wir gegen eine Zauberin gekämpft. Doch jetzt. Okay, Tarn. Bist du kaltes Tier und ich hau sie weg. Alles klar? Das kriegen wir doch hin, oder? Alter. Ein Hohenbogen, einfach den Affen nur weg. Was? Alter, Lyris! Ist das deine zweite Persönlichkeit oder was ist los? Okay, jetzt ist sie krasser. Okay, scheiße, das sind Lebenskugeln. Dadurch lädt sie sich auf. Okay. Das ist eine heftigere Gegnerin. Ich nehme mal ein paar Buffs, um mich aufzuladen. Nein, du brauchst gar nicht kommen mit deinem Stun-Effekt. Das war es, meine liebe Lyris. Oder besser gesagt, das, was von dir übrig geblieben ist. Komm
Tierchen. Zeit für deine nächste Sitzung. Nein, ab nur! Und das sah an. Oh, wie einfach weggesaugt wird. Oh, ein Buch entdeckt, guck mal. Richtige Foltertechniken. Entzählte, einen Moment. Ja, wollen wir richtige Foltertechniken durchlesen mal? Schreibt es in die Kommentare. Oh, war das nicht eine bezaubernde kleine Szene? Ich kann es kaum abwarten, Titanenkind zu verhöhnen. Nun, ihr alles davon zu erzählen. Du kannst es sogar aussprechen, ich kann dich gut verstehen. Was meint ihr denn? Seid ihr denn ebenso blind wie euer Vagabundenkaiser? Die erste Kammer drehte sich ganz um Sahans Scheitern. Diese Kammer ist offenkundig der Versuch, seine unbewussten Wünsche gegen ihn einzusetzen. Das ist mir klar. Hoho, hoho. Unser Rotwardonenfreund ist also heimlich in die Halbriesin verliebt. Wie abstoßend. Wieso denn jetzt abstoßend? Rührend, ja, süß, ja, warum abstoßend? Meint ihr, sie pflegten eine Beziehung zueinander? Bitte. Titanenkind hat die gefühlsmäßige Tiefe eines Frostadronachen. Geil. Aber wer hätte geahnt, dass Sahan so sentimental ist? Andererseits hat er ihrem Charme widerstanden. Das war auch gut so. Das wäre mal wirklich ein Abschiedskuss gewesen. Ich glaube, wir sind soeben Manimakus Herzogin der Pein begegnet. Ich kann nur vermuten, dass sie Sahans persönliche Folterin ist. Mich beschleicht der Verdacht, dass wir sie wieder treffen werden. Und zwar sehr bald. Och, das hoffe ich doch. Ja, komm, gehen wir. Dann war produktiv. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Geht weiter durch die Hallen der Qual. Okay, was das nächste für eine Halle kommen wird, kann ich natürlich nur ahnen. Hä? Ich gucke auf die Karte. Da drüben müssen wir weiter. Immer wenn ihr nicht wisst, wo lang, einfach mal kurz auf die Karte gucken. Das hilft so ziemlich bei jedem Spiel, bei dem es eine Karte gibt jedenfalls. Da haben wir noch eine leckere Kiste. Was ist da drin? Boah. Gurana. Ein Zutat zur Herstellung von Getränken. Was kann man denn daraus machen? Wir haben nicht viel Besuch hier in den Hallen der Qual. Aber wir haben immer Platz für ein paar neue Dauergäste. Dauergäste? Das sollen wir also sein. Ein Dauergäste, okay. Die haben Fallen hier, ne? Die sind so offensichtlich. Ich höre ihn. Konzentriere dich noch kurz, Teil. Diese Fallen hier, die sind so unnötig, ne? So viel Ehrgeiz, so viel Tapferkeit. So schade, dass wir euch bei lebendigem Leibe häuten und eure Eingeweide verschlingen werden. Nett, also ein Faxkomitee stelle ich mir aber anders vor, tut mir leid. So, den hauen wir mal kurz weg, den leckeren Skelettsoldaten hier. Der sollte nicht mal bis zu uns hierher kommen. Der sollte schon vorher tot sein. Ja, das war es auch schon. Dieser liebe Skelettsoldat hier wurde komplett gestunt durch unseren lieben Freund Abnotar. Wir haben ihn dann mit unserem leckeren Babydrachen den Rest gegeben. Nein, wir brauchen keine Abbrieffrucht. Dankeschön. Skelettschütze, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier entlang, denn da führt das Symbol nicht hin. Deswegen gehen wir da lang. Eisenstrahl, komm, siehste, wurden wir schon belohnt. Feuerstein, siehste, wurden wir schon wieder verarscht. So, ziemlich viel Lava hier, ne? Zeit hat in den Hallen der Qual keine Bedeutung. Ich weiß. Ob es nun ein Tag oder 1000 Jahre dauern mag. Sei Sahan wird gebrochen werden. Das war's mit denen. Ab nur, lass dich nicht stunnen. Ich brauche deine Stun-Effekte. Uran 18 bei Tiergefährten, das ist sehr, 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 sehr schön. Geil. Gold, trübes Gift. Rohlederhelm, trübes Gift. Nehmen wir natürlich alles mit. Okay, scheiße, das ist ein richtig dreckiger Effekt gerade. Mann, bin ich langsam. Ich will hier raus. Danke. Sehr nett. So, haben wir noch ein paar Kisten. Die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Nein. Nein. Mate brauche ich auch keine. Ja, so. Die Kammer der Pein. Wird da natürlich die Folterin Nummer Uno darin stehen? Ich glaube ja. Alter, das ist ein geiles Bild. Wo ist das Amulett der Könige? Das kann alles vorbei sein, wenn du es mir einfach sagst. Dann kannst du dich endlich ausruhen. Das würde dir doch gefallen, Zwei. Fischleim. War ich zwei oder 2000 Jahre hier? Ich kann es nicht mehr sagen, aber ich werde niemals brechen. Niemals. Doppelgänger von Waren? Jetzt kommt auch noch der Prophet selbst auf uns zu? Ich habe keine Ahnung, was der für Kampffertigkeiten hat. Da sind noch andere Dullis. Steht er da dreimal rum?
Steht der wahren Aquilarius gerade dreimal da rum? Was ist denn los? Warum habt ihr mich nicht beschützt? Ich hätte euch nie vertrauen sollen. Da steht wirklich drei Kaiser rum. Ne? Ihr habt mich enttäuscht, sei. Ja gut, okay, dann müssen wir einfach mal drauf gehen. Komm, mach hin hier. Ist der Herzog in der Pein zu trotzen. Ich werde euer Herz herausreißen und euch davon speisen lassen. Welchen Tod bevorzugt ihr, Sterbliche? Langsam und schmerzhaft oder schnell und schmerzhaft? Ich denke, ich werde euch schnell töten, dann wieder auferstehen lassen und euch langsam töten. Eine Ewigkeit der Pein. Es wird wunderbar sein. Reizte Poesie, mein Ohren. Aber wo ist er? Hi. Okay. Okay, diesmal werden wir ein paar mehr Buffs einsetzen, würde ich sagen. Wir frieren die mal schön ein. Was sehr effektiv ist, weil sie gerade Feuer nutzt. Was sehr geil ist. Okay, sie kriegt deutlich Schaden, wenn sie in meinem Eiskreis steht. Das finde ich sehr schön. Solange sie keinen Stun-Effekt einsetzt, haben wir kein Problem. Okay, jetzt setzt sie in ein Feuer dran nach. Nein. Barely, damit kommst du klar, oder? Oh, shit. Okay, wir wollen die Frost da dran nach oder den Flammen da dran weghauen, dann passt das schon. So, ich stun wieder mal drauf. So, bin ein bisschen geschützt, das ist sehr geil. Das soll es dann auch wieder gleich gewesen sein. So, stunnen wir noch schon kurz. Sehr geil, so. Das war's auch schon wieder mit der Herzog in der Pein. Wir haben überhaupt kein Problem. Gold, der Serum. Kann man alles mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich das Serum der Maikas wahrscheinlich nie einsetzen, aber man kann es gut verkaufen und Geld regiert die Welt. So, wir waren vor allem dran. Ach, stimmt. Sai Sahan. Technische Kiste, zu wer geht's mir? Okay, komm, gehen wir zu Sai. Wir befreien dich, alter Freund. Oder neuer Freund, oder... Hi. Sai! Ich kenne euch nicht. Warum seid ihr hier? Wer hat euch geschickt? Warin schickt mich. Ich bin eine Freundin. Der Kaiser? Er lebt. Dieser Tag ist wirklich voller Wunder. Oh ja. Haben sie euch gezwungen, preiszugeben, wo das Amulett der König ist? Sie haben mich viele Monate, vielleicht sogar Jahre gefoltert. Aber meinen Eid habe ich nie gebrochen. Das Amulett ist sicher verborgen. Könnt ihr gehen? Wir müssen auf jeden Fall schnellstens hier verschwinden. Meine Kraft kehrt zurück. Geht voran. Ein wirklich starker Mann, muss ich schon sagen. Okay. Ihr habt es geschafft, erzählt. Bringt ihn schnell durch das Portal. Ach, ich dachte schon, wir müssen zurücklaufen. Aber nein, der liebe Waren, gib uns einfach mal ein Portal. Finde ich schön. Warum hast du dich eigentlich in diese Halle hier rein teleportiert? In diese Halle, da hätte man den ganzen Fußmarsch vorher nicht antreten müssen. Warum nicht gleich hier rein? Ich meine, warum? Verstehe ich nicht. Hättest du doch uns in irgendeine Ecke spawnen können, wo uns dann niemand sieht am Anfang. Das wäre doch gegangen. Ich meine, wenn du hier so präzise neben uns das Portal errichten kannst, dann hättest du das auch vorher machen können in dieser Halle. Ach, mein lieber Profi. So, sprech mit Waren Aquilarius. Steck mal die Schwerter weg, wir sind friedlich. Gibt es einen schönen Dialog? Nein. Der hat das Rotverdonen-Symbol auf der Stirn, ne? Den Halbmond. Obwohl, war der Halbmond nicht das Zeichen der Khajiit? Oder nee, Khajiit ist der Wolf. Oder wie gesagt, die Katze oder was auch immer diese Mischung ist. Der Halbmond ist Rotverdonen. Oder bin ich nicht ganz irre? Aber er hat auf jeden Fall erst einen Rotverdonen und hat einen Halbmond. Das ist von den Rotverdonen. So, Waren Aquilarius, lad mal bitte die Texturen, dann können wir miteinander reden. Sehr schön, danke. Sai Sahan lebt. Ihr habt euch wirklich selbst übertroffen, entseelte. Ja, war easy. Die Dedra haben nicht nur seinen Leib, sondern auch seinen Geist geschändet. Doch mancher Geist erträgt weitaus mehr als alles, was die Dedra sich je ersinnen könnten. Treue, Ehre und Freundschaft besitzen wahrlich große Macht. Was ist unser nächster Zug? Wir müssen das Amulett der Könige bergen. Aber erst, wenn Sai Sahan Zeit hatte, sich zu erholen. Er ist ein Mann von großer Stärke. Doch selbst er wird sich nach so einer Tortur erst noch erholen müssen. Wo ist das Amulett der Könige? Sai hat das Amulett in den Ruinen von Sankretor verborgen und den Schlüssel einem seiner engsten Vertrauten übergeben. Doch das kann er euch selbst erzählen. Sprecht mit ihm. Er ist nur allzu begierig darauf, seine Befreierin zu treffen. Ich werde mich bei euch melden, sobald wir für den nächsten Schritt bereit sind. Sobald ich über die magische Mauer drüber gejumpt bin, ne, dann meldest du dich mal wieder. So, mein lieber Sizer. Ich schulde euch mein Leben. Der Fürst nennt euch Entseelte. Ein merkwürdiger Name. Ist es wahr, dass man euch eure Seele entrissen hat? Ja, leider, das mag wohl wahr sein. Das ist noch seltsamer. Mein Volk sagt,
Tapferkeit und Ehre wären die Kennzeichen einer großen Seele. Und ihr verfügt in hohem Maße über beides. Ich hatte schon zu glauben begonnen, Ehre wäre nur noch ein Relikt aus fernster Vergangenheit. Doch ihr gebt mir Hoffnung. Wie geht es euch? Ich meine, nach dieser ganzen Tortur. Das weiß ich nicht. Körperlich bin ich unverletzt. Aber geistig, ich spüre eine große Finsternis in meinem Herzen. Eine Last liegt auf meiner Seele. Ich weiß nicht, wie lange diese Leere noch bestehen wird. Wie bekommen wir das Amulett der Könige? Ich habe das Amulett in einer heiligen Katakombe verborgen, geschützt von magischen Schutzzaubern. Den Schlüssel, um diese Schutzzauber aufzuheben, ließ ich in der Obhut meiner alten Mentorin Kasura. Sobald ich kann, müssen wir uns mit ihr treffen. Das werden wir. Sobald es euch besser geht, jetzt solltet ihr euch ausruhen. Ich werde versuchen, mich auszuruhen. Aber ich bin ein Krieger. Wir können nie lange stillsitzen. Und ich sollte auf jeden Fall ein Bad nehmen, bevor wir uns mit Kasura treffen. Ich dufte alles andere als erfreulich. Und wenn sie davon Wind bekäme, im wahrsten Sinne des Wortes, dann müsste ich mir das ewig anhören. Wie ihr wünscht, mein lieber Sai. Der Pfad vor uns ist finster. Doch ich finde Freude in dem Wissen, dass ich diesen Pfad mit meinen Freunden beschreiten werde. Mögen wir alle heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Ich jedenfalls werde das sicherlich tun. Das freut mich, mein lieber Freund. So. Zieh mal wieder hin, mein lieber rotwardonischer Freund. Die Hallen der Qual wurden abgeschlossen. Oh, eine Trophäe kriegen wir sogar dafür. Und einen Stufenaufstieg. Sehr, sehr geil. Abner, was sagst du jetzt? Und einen Fertigkeitspunkt erhalten. Den werden wir zwischen den Aufnahmen verteilen. Oder in der nächsten Aufnahme. Ich weiß noch nicht ganz genau. Rang 9 bei leichter Rüstung erreicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach draußen. Wir gehen einfach mal mitten die Wand. Ja. Hä? Also, ich bin dumm. So, die Hallen der Qual. Ist auch eine Errungenschaft im Spiel, dass wir die abgeschlossen haben. Kriegen wir noch ein Achievement oder kann ich jetzt frei reden? So, nach Auridon gehen wir natürlich wieder, denn wir müssen natürlich wieder uns über unsere magische Mauer springen, um die nächste Quest zu triggern. Übrigens, viele Leute denken sich ja, dass diese Mauer wirklich was mit dem Triggern der Quest zu tun hat. Leute, das ist nur ein klitzekleiner Insider von mir, denn es ist einfach zufällig so, dass in einer gewissen Entfernung, die man von der Zuflucht wegläuft, das dann triggert. Also man muss ein bisschen eine Entfernung zurücklegen von der Zuflucht. Und diese Entfernung ist nun mal zufällig genauso weit, wie die Mauer hier entfernt ist. Also bis da drüben ist quasi der Kreis, den man übertreten muss, um eine neue Quest zu triggern. Die machen gerade ein Duell hier. Zwei Spieler. Gucken wir mal zu. Interessiert mich gerade. Okay, das ist eindeutig, was sie gerade machen. Alter. Und das war's. Ja, Level 6 gegen Level 7. Jo, gut. Das sind übrigens die Duelle, die man wirklich mit Spielern spielen kann. Nein, ich werde jetzt nicht gegen die kämpfen. Allein, weil ich genau weiß, dass die auch Champion-Punkte haben. So. Und Leute, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Runde Elder Scrolls Online. Ich gehe jetzt rausrennen, aber die Folge muss heute noch online kommen. Und nein, die Aufnahmesession ist noch nicht beendet, ich habe noch viel, viel, viel vor. Ja. Wahrscheinlich wieder 10 Stunden aufnehmen und dann wieder mal 8 Wochen nicht spielen. So, das soll euch interessieren. Ja. Lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch noch ein nettes kleines Kommentar wäre auf jeden Fall. Wenn du uns schon herausforderst, ne, dann machen wir das natürlich. Ich meine, wenn es uns. Du bist Level 6. 3, 2, 1. Und drauf. Okay, du wolltest es so, dann sollst du es natürlich haben. Ja, die hat Champion-Punkte. Die hat Champion-Punkte en masse. Oh, shit. Wer lebt, mach was. Die hat den Bären gestunt, das ist uncool. Alter. Ihr habt ja Champion-Punkte on Mars, das ist nicht der erste Charakter. Jetzt machen wir überhaupt irgendeinen Schaden. Bär, leg jetzt mal bitte drauf. Alter, die hat Heilungsbuff bis zum Gittimer. Die ist auf Heilung geskillt, das sehe ich schon. Ne, den Kampf werden wir nicht für uns entscheiden können. Obwohl wir leveltechnisch höher sind, aber die hat deutlich mehr Champion-Punkte wie wir. Ne, das wird nichts. Ne, das war's gleich. Ne, das kriegen wir nicht hin. Ah, schade. Ja, da sehen wir schon, die Werte. Ich würde mich interessieren, wie viele Champion-Punkte die hat. Ja, ich würde gerne hier wieder auferstehen. Warte mal kurz. GG. Natürlich sagen wir GG. Ich meine, das war ein fairer Kampf und ja. Ja, doch GG, sehr geil.
Ah, schön. Schön, einfach mal so random einen kleinen Kampf gehabt. Die zieht hier, glaube ich, wirklich rum, um... um hier Leute rauszufordern. Können wir natürlich auch irgendwann machen, wenn unser Charakter mal ein bisschen höher geskillt ist und wir die Fertigkeiten so aufgeteilt haben, dass wir das natürlich Duelle bestreiten können. Denn mein Charakter ist ein bisschen mehr darauf geskillt, gegen Monster zu kämpfen, als gegen andere Spieler. Gegen andere Spieler sind meine Fähigkeiten ziemlich nutzlos, weil ich so gut wie keine Heilungsfähigkeiten habe, was ziemlich dumm ist. Aber egal, wir sind ja nicht darauf ausgelegt, gegen andere Spieler zu kämpfen. Wir machen kein PvP, wir machen PvM und Storytelling. So, aber Leute, diese Folge tut wieder viel zu lange, die hat unsere Folge lang gezogen, das schreibe ich hier gleich, ich beschwöre mich gleich. Bei Bethesda. So, lasst mir eine klitzekleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Dann bedanke ich mich natürlich wieder für euer zahlreiches Zugucken und ja, Ren sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao!